Essen und Trinken jetzt vielleicht wieder ein bisschen sammeln auf Vorrat. Wir müssen irgendwie eine Nahrungsquelle kriegen, die uns mehr sättigt. Wie zum Beispiel Fleisch von den Tieren, aber da kriegen wir ja nicht immer was. Vielleicht müssen wir doch auf Jagd gehen, ich bin mir nicht sicher. Aber das mit dem Essen und Trinken ist aber auch echt, weil das so im Hintergrund ist. Das ist nicht so penetrant, so wie bei anderen Survival-Games. Ne? Ich weiß jetzt, wir haben jetzt auch kein Leben verloren, obwohl wir das weg hatten. Ah, ich sehe schon, was da kommt. Ich habe jetzt echt gedacht, dass wir Leben verlieren oder so, aber da kam irgendwie nichts. So, warte. Da rein und den trinken wir. Sehr schön. Gut. Dann. Da ist Essen. Ja, ist weg. Haben wir. Sehr schön. So, Essen. Trinken irgendwo. Chemikalien können wir auch wieder ein bisschen sammeln, ne? Fällt mir gerade ein. Weil wir ein bisschen was verbraucht haben. Hups. Natürlich. Damit wir wieder unsere Kiste auffüllen können. Alles gut auf Vorrat zu haben. So, da wir ja gerade echt mehr Chemikalien haben und alles andere. Da ist... Oh ja, nehme ich mit. Oh, warte mal, da müssen wir aber die Kiste für stehen lassen, ne? Oh, warte. Halt, stopp! So, Replace. Die Kiste bleibt mal eben stehen. Ich würde mal eben ganz schnell den Eisklumpen hier brechen. So. Gut, sehr schön. Ich bin gespannt, was in den Kisten ist. Ich hoffe, da gibt es jede Menge Mushrooms. Das wäre ein Traum. So. Und das heißt, wir düsen weiter. Uah. Nicht die Bremse lösen, sondern bitte auf Slow, dann verbrauchen wir nichts. Das heißt also, das Spiel ist extra so konzipiert, dass man auch fahren kann mit der Steam Engine, wenn man keine Kohle oder so ein Kram hat oder kein Wasser, dann rollt man halt nur langsam. Aber trotzdem, ich bin immer noch zwiegespalten, ob ich die lasse oder nicht. Weil, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Weil sie nimmt doch viel Platz fürs Erste ein, weil wir noch nicht so viel Platz haben. Liegt vielleicht daran, weil ich es nicht wusste mit den Mushrooms. Ich weiß nicht, ob das erklärt worden ist beim Tutorial, ob ich das überlesen habe oder so. Keine Ahnung. Ich bin ja sowieso dem Englisch nicht so mächtig. Ihr wisst es. Es tut mir leid. Nichtsdestotrotz gebe ich mir Mühe, es vernünftig hier und ordentlich zu erklären. So, wir sammeln mal wieder ein bisschen mehr ein, diesmal. Ich bin gespannt, was kommt. Das sieht aus, als würde da eine Insel kommen, oder? Nee, doch nicht. Minen sind auch nicht in Sicht. Sehr schön. Ja, das sieht gut aus. Wow, was war das denn? Bisschen nachgeladen. Ich glaube, ja, da kommt ein Tor. Ich sehe schon das Tor. Ich glaube, das Tor hat geladen. Deswegen hat das geruckelt. Also ist es doch so, dass das Tor immer zwischendurch reinlädt. Also wird das wahrscheinlich irgendwie generiert einfach. Dann sollten wir jetzt das mitnehmen, was wir noch haben. Oder was wir kriegen können. Und dann geht jetzt wieder das große Geballer los. Das Problem ist, ich habe nicht viel Munition, ne? Wir sollten auf jeden Fall sparsam damit umgehen. Und, oh, da ist, oh, warte mal, da ist noch Kohle und alles. Moment. Halt, stopp. Jetzt rede ich so. Ja, die Musik wird dramatisch. So, ich wechsle mal eben. So, Kohle. Sehr nice. 5 Sekunden, warte mal eben ab. Oder beziehungsweise ich hole mal die Kiste schon mal wieder. Ich hoffe, die klauen mir die Kiste nicht. Also die jetzt auf ihn, aber not enough space. Ah ja, aber eigentlich, wo wollen sie damit hin, ne? Flüchten können sie nicht, weil sie keinen Zug haben.
So, warte mal. Das, das, das. So, dann haben wir das auch schon wieder sehr schön fast voll. Und das auch, das läuft. Dann die Chemikalien würde ich einmal wegräumen. So, die Musik sagte schon an, wir nähern uns dem Tor. Sehr gut. So, Kohle hatten wir vorne bei der Steam Engine, ne? Wenn sie die Steam Engine zerstören, wäre mir das auch eigentlich relativ Latte. Weil, ganz ehrlich, im Prinzip... So, pass auf, ich verbrauche mal die Munition, dann haben wir sie voll. So. Wir haben eigentlich alles, was wir jetzt brauchen. Wir haben Munition voll, ich lade mal nach. Habe ich sogar. Das heißt, wir können eigentlich weiterfahren. Und noch ein bisschen sammeln, wenn es geht. Die restlichen Sachen. Da ist noch ein bisschen Chemikalien, nehme ich mit. Essen. Oh nein, ich habe wieder die Bremse gezogen, ne? Oh nein, uah. Er fährt viel zu schnell, der Zug. Nein! Oh Mann, er ist viel zu schnell unterwegs gewesen wieder. Ich habe wieder nicht drauf geachtet. Ich habe die Bremse einfach gezogen. Mann, weil ich das so gewohnt bin von der Draisine, die wir hatten. Verdammt. So ein Shit aber auch. Ich komme damit noch nicht klar mit so einer neuen Technik. Es tut mir leid. So, jetzt aber. Slow, bitte. Das Problem ist, da verbrauchen wir ja auch immer das Wasserbidon und so ein Kram, ne? Ich will halt das noch nicht alles so verbrauchen. Ich würde das halt gerne... Wird da sparsam mit umgehen. Holz, wie gesagt, Holz hätten wir ja. Das wäre nicht das Problem. Oh. Tja, bin gespannt, ob wir Prophezeiungen bekommen wieder. Neue. Habe ich jetzt einfach mal getrunken. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach getrunken. Ich habe es gemacht. Ich habe es einfach getan. Weil ich es einfach getan habe, so. Oh. Ich mag die Musik. Ich muss sagen, ich finde es voll geil. So diese epische Musik, wenn das Tor kommt. Was wird dich erwarten? Was wird kommen? Werden wir neue Teile bekommen? Das und noch viel mehr in einer weiteren Folge Void Train. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Abfahrt mit dem Zug. So geil. Also wie gesagt, ich bin noch nicht so affin mit dem... Ich weiß auch nicht, ob ich es lasse mit der Steam Engine. Vielleicht reißen wir sie ab, vielleicht aber auch nicht. Alter, das sieht aber auch sehr episch aus, ne? Muss man einfach sagen, wie es ist. Voll geil. Mit den Ketten und so. Mega. Ja, Freunde. Es ist wieder an der Zeit, ne? Es ist wieder an der Zeit. Ich würde mal eben wechseln. Hier drauf. Ah, unten haben wir 6. Bei Rüstung. Hier drin können wir nur... Also hier haben wir 6. Wenn wir mehr auf Tesch haben... Aber hier können wir nur 5 stapeln. Das heißt, wenn wir mehr im Inventar haben, haben wir auch mehr unten drin. Okay. Ja, wir kommen. Ich hupe. Huch. Was? Ach, ich kann doch hinten sein. Ich will noch sammeln. Oh, oh. Ich spring sofort weg. Ich bin instant am Kämpfen. Und ab geht er! Woo! Und Abfahrt! Yeah! Moin, Freunde! Aua! Hä, wo denn? Da hinten, andere Seite. Ich komme! Gar kein Problem. Ich komme schon. So, den haben wir. Not enough space. Scheißegal. Munition aufpicken. War hier oben noch einer?
Okay, liegen immer noch Münzen rum, ist mir scheißegal. So. Da läuft noch einer. Lad nach! Lade nach! Ich weiß, da werden noch mehr sein. Hört sich zumindest so an. Er zappelt noch. Oh, da! Alter, Hilfe! Münze! Ich will spielen am Automaten! Gib mir eure Münzen! Alter, diese Musik, ne? Wo? Wer? Was? Wo? Warum? Oben? Warum ist da so lila? Hä? Ach, da! Oh, Alter! Oha, da kommt ein großer! Ich hab keine Muni mehr! Doch! Lade nach! Alter, da können wir richtig spielen. Pickup. Hui. Munition, sehr nice. War's das erstmal? Ich brauche Munition. Alter, wo? Das kommt von links. Hier oben. Der ist irgendwo hier oben. Ich brauche Munition. Ich brauche definitiv irgendwie Muni. Ich meine, wir haben noch ein bisschen... Oh. Hä? Oh. Ladungshemmung. Ich glaube, wir müssen unsere Waffe mal reparieren, ne? Alter. Oh Gott. Oh Gott. Wo kommen die her? Ich brauche Munition. Ich komme. Alter, Hilfe, hua! Willst du mich verarschen? Alter, wie viele denn noch? Hilfe! Du kleiner Penner! Jetzt brauche ich definitiv Munition. Oh, ich glaube, das war's erstmal. Erstmal. Alter. Gottes Willen, was war das denn für ein Kampf? 7 Münzen haben wir. Hui! Auf das, was da noch kommt. Not enough space. Ja, ich, puh. Da ist noch mehr. Da ist noch mehr eine Münze. Ich muss erstmal ein bisschen einsortieren. Bevor wir jetzt hier weiter erstens erforschen und weiter alles machen, würde ich jetzt erstmal ein bisschen sortieren. Ja, essen, trinken. So, essen und da trinken können wir mal eben. So. Gut. Heißt für uns, ist die Kiste noch da? Die Kiste ist noch da. Ja, die Kiste ist noch da. Ja, Mann, die Kiste. Was? Hat da einer geschossen? Oh, da oben ist ja noch ein Kollege. Kollege Tabs. Hallo. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Man kann nie genug haben von euch. Oh, hier Munition. Ja. So, hier können wir die Kisten gleich öffnen. Was? Von wo kommt das? Ach so. Gib mir meine Prophezeiung. Was haben wir denn da? Thick of the Void. Speed of Swimming in the Void minus 10%. Das ist ja schlecht. Aber was hat das für eine positive Auswirkung? Das muss doch bestimmt auch eine positive Auswirkung haben, oder? Bevor wir weiter alles untersuchen. Und dahin. Waren das jetzt alle Gegner?
Sieht so riesig hier aus. Ich glaube, es waren tatsächlich alle. Es wirkt verdammt groß. Komm, wir gucken mal. Wir haben ja gerade die Zeit. Es läuft uns ja nichts weg. Oh, schon wieder Fußballplatz. Und ranschießt, ranschießt und... Und... Tor! Ich will gar nicht wissen, was das ist. Nein. Ich will das gar nicht wissen. Oh ja. Oh ja. Ah, Scrap Metal. Ja, komm. Ich weiß, ich habe da hinten Scrap Metal liegen lassen. So, sonst ist hier nichts, ne? Oder? Oh, doch. Ja, Munition müssen wir auf jeden Fall herstellen nochmal. Sollten wir nochmal, wie gesagt, Dings kriegen? Nein, ich will kein Holz mitnehmen. Okay, komm. Zum Verbrennen werden wir es eh brauchen. Wie detailliert das einfach ist. Voll fett. Was passiert, wenn ich hier lang laufe? Ich will das... Nee, ich habe Angst. Nicht, dass wir da sterben. Ich will auf jeden Fall gut gerüstet sein, wenn wir gegen diese Kreaturen kämpfen. In dieser Arena. Weil das möchte ich auf jeden Fall noch machen. Oh, Leder. Toll. Ja, können wir nochmal Verbände herstellen. Oh Gott, wo geht's denn überall hin? Hilfe. Vorsicht, hohe Temperatur. Ja, schön. Wir müllen uns wieder das Inventar. Oh, Fleisch. Fleisch, sehr geil. Können wir grillen. Fleisch nehme ich sehr gerne mit. Eigentlich wollte ich hier noch gar nicht hin. Warte mal, wo geht's denn hier hin? Ach, da ist gar nichts gewesen. Eigentlich wollte ich hier unten noch gar nicht lang, aber wenn wir schon einmal hier sind, können wir einmal gucken. Feuerlöscher. Ich mag das Art-Design hier. Ich finde das echt cool, muss ich sagen. Mir gefällt das richtig gut. Und mit diesen Anlagen und diesen Rohren und tralala. Es erinnert auch immer so ein bisschen an so alte Horror-Games, die ich früher mal gespielt habe. So, wo auch so in so einem Bunker war es, in so einem Kram. Ich würde auch Waffen mal vielleicht nachher mal wieder mitnehmen und zu gucken, ob wir vielleicht... Apropos Waffe, wir müssen unsere Waffe reparieren, ne? Die hätte Ladehemmung gehabt. Aber wir haben ja gar keine Waffenbank, Werkbank. Die müssen wir auch nochmal bauen. Das können wir auch mal machen. Weil bevor wir dann hier losdüsen, wir werden auf jeden Fall auch erstmal wieder hier ein bisschen bleiben im Depot. Huch. Oh, noch eine Münze. Die nehme ich mit. Weil, wir haben einiges vor in dieser Session am Depot. So, was haben wir denn hier? Oh ja, sehr schön. Leere Spinde. Und, Alter. Oh, hier hat aber einer eine Party gefeiert am Klo. Leck mich fett. Alter, geil. Oh ja, nimm doch das Medizintäschchen mit. Das können wir doch gut gebrauchen. Warum? Warum nimmt das nicht mit? Etage 3? Wo geht's denn hier hin? Gott, ist das alles verwinkelt. Oh, Fett. Ich weiß gar nicht, haben wir Fett voll? Mein Inventar ist auch voll schon wieder, ne? Großartig. Gut, Munition ist auch voll. Dass man Munition da nicht auf Dings mitnehmen kann, irgendwie in eine Tasche oder so. Weil wenn er schon einmal... Achso, hier war die Treppe. Ja. Ich verstehe, jetzt sind wir so langsam am Turm angekommen. So langsam, ja, erschließe ich mir hier so dieses Dingen hier. Wie wir wo lang müssen. Gut, da liegt noch Scrap Metal. Würde ich auch alles mitnehmen wollen. Aber wenn wir gleich wieder anfangen zu bauen, werden wir bestimmt was brauchen. Dann können wir vielleicht wieder unsere Ressourcen aufwerten oder auffüllen. Oh ja, noch mehr Spinde, die leer sind. Mein Gott, irgendwann höre ich damit auf. Ich weiß es jetzt schon. Verdammt, immer diese leeren Spinde. Die Spinnen noch, die Spinde. Oh, voll gemütlich hier. So ein Lämpchen hätte ich gerne. Ich weiß, dass es wohl... Wo geht's denn hier hin? Hä? Was zum Teufel ist das denn? Was ist das denn? Ist das ein Easter Egg? Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich bin mir nicht sicher, aber das ist ein... Na, wie soll ich ihn nennen? Das ist ein Fußstuhl. Ein Stuhl mit vier Füßen. Ja, schön.
Toll, das, Oh, wo sind wir denn hier? Entzündlich. Oh, kann ich da drauf schießen? Okay, ich wollte es mal probiert haben. Das sind Tafeln? Hä, aber so altertümliche Tafeln, so, ne? Voll hochmoderne Technologie hier. Oder relativ moderne Technologie. Aber so alte Schultafeln. Krass, dass hier so ein Kran drin ist. So, da gucken wir mal. Hier oben ist bestimmt die Kranbedienung, ne? Ich würde gerne ins Logbuch gucken und reinlesen. Das wäre schön. Achso, ich wurde gefragt übrigens. Ja, wahrscheinlich jetzt schon, keine Ahnung, gefühlt 20 Folgen her. Hat jemand geschrieben, ob ich wüsste, wann das Spiel auf Steam erscheint. Kann ich leider nichts zu sagen, weiß ich nicht. Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. Weiß ich leider nicht. Kann ich euch keine Info drüber geben? Bin ich auch nicht schlauer? Ich weiß auf jeden Fall, dass die ja... Die sind, glaube ich, noch im Early Access. Und sie haben ja gesagt, es ist ja noch exklusiv bis... Ein Jahr, glaube ich, war das. Ich glaube, es war ein Jahr. Betreiber, Sicherheit, Schichtleiter, Tor A, Tor B. Aha, Stimme 12. Ich glaube, ein Jahr war es. Und das ist ja jetzt, glaube ich, fast über ein Jahr her. Das heißt, es kann eigentlich nicht mehr lange dauern, bis es kommt. So, hier waren wir auch schon gewesen, ne? Ich glaube, wir haben soweit alles abgeklappert. Unten waren wir ja auch, ne? Ja. Also, ich rechne mal damit, dass es vielleicht 23 kommen wird. Irgendwann, vielleicht Anfang des Jahres. Allzu lange kann es, glaube ich, nicht mehr dauern, bis es auf Steam dann kommt. Es ist auch sehr gut angekommen. Es ist auch mal was ganz anderes, muss man sagen. Es geht ja auch einen ganz anderen Weg, ne? Wie die anderen Survival-Games. Ne? Es ist ein ganz anderes Setting, was es so noch nicht gab und so. Alter, wie detailreich das einfach hier ist. Heftig. Was es so noch nicht gab und was ich auch sehr schön finde. Also mir gefällt es. Gut, es muss einem auch gefallen, da muss man auch dazu sagen. So, wir machen jetzt erstmal unsere Kisten voll. Ja. Das Fleisch grillen. So, das machen wir voll. Dann Leder. Ah, siehst du, Fett können wir auch sammeln. Da können wir Leder wieder reintun. Da haben wir auch ein bisschen was verbraucht. Das heißt, ich würde das Fett auf jeden Fall auch nochmal holen wollen. So, jetzt machen wir erstmal zwei Steaks. Lecker auf dem Grill. Oh, lecker. Das sieht sehr gut aus. So, Scrap Metal hatten wir da. Gut, haben wir noch einen auf Tasche. Ja, lass mich raten, Holz, ne? Ja, Holz ist das Problem, wie immer. Aber wir haben ja Holz. Gut, wir haben noch ein Scrap Metal, ist nicht schlimm. Die Münzen können wir gleich verbrauchen. Die Tafel, haben wir da noch irgendwo Platz für gehabt? Fertig? Oh ja. Essen ist voll. Pass auf, ich stopfe mir das mal rein. Jawohl, sehr schön. Dann sind wir erstmal wieder gesättigt hier unten. Das passt ja. So, warte mal. Dann haben wir für die Tafel noch Platz? Nein. Gott, das mit dem Zink, ne? Doch, hier ist noch Platz. Da haben wir noch Tafel. Hier haben wir noch Kohle. Ah ja, wir haben ja viel zu viel Kohle vorne, ne? Ja, danke. Ich weiß, dass ich zum Kotzen bin. Habe ich schon mal gesagt. Ich will ein bisschen nochmal was einsammeln, was wir hier liegen gelassen hatten. Das Fett und so ein Kram. Wenn ich jetzt noch weiß, wo das war. Die Waffen. Ja, würde ich auch einsammeln wollen, hatte ich ja gesagt. So, wo war das Fett? War das hier? Ja, da war das Fett. Und hier war, glaube ich, noch Scrap Metal, ne? Genau, okay. Ansonsten Munition haben wir alles voll. So. Rüstung könnte ich mal nachladen, ne? Sehe ich gerade. So, dann sind wir wieder... Zack, auf der Brust. Dann haben wir das voll. Die Waffe haben wir im Inventar. Die eine Waffe sah sehr interessant aus. Welche war denn das? War das die hier? Hier mit dem Trommelmagazin. Aber wir haben jetzt so eine Rifle, wo man mehrmals draufdrücken muss. Ich hätte gerne eine Waffe, wo wir, wo wir quasi... Wie so ein Maschinengewehr wäre geil. Fettfetz. So, zwei. Die Waffenwerkbank. Würde ich mal herstellen wollen.
Weil wir müssen nämlich unsere Waffe auch reparieren. Problem ist jetzt, jetzt haben wir keinen Platz mehr für... Scheiße. Jetzt haben wir keinen Platz mehr, wo wir diese Waffe, ja. Pass auf, ich sammle die erstmal hier alle. So. Hier sah auch sehr interessant aus. Sharp Eye Blindness. Klingt auch ein schöner Name für eine Waffe. Zack. So, so. Pickup, Pickup, Pickup. Pickup, der Picknicker. Nee, die war das. Die sah echt interessant aus. Ich weiß nicht warum. Pain Mantis. Schöner Name. So, dann haben wir die hier liegen. Entschuldigung, ich bin gerade so räuspere. Ja. Dann würde ich sagen, dann können wir das beim nächsten Mal dann erstmal da soweit handhaben. Ich würde sagen, das kann aber der Flexi in der Zukunft machen. Dann wird der sich hier wahrscheinlich um die Waffen kümmern. Ich würde ihn einfach jetzt hier so eiskalt stehen lassen. Ich habe ja für den erstmal gut vorbereitet. Mal sehen, was der in der nächsten Folge so treibt. Wahrscheinlich wird er, ich denke, er wird wahrscheinlich irgendwas basteln. Und das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Und ja, schaltet ein bei der nächsten Folge Void Train. Bis dann. Ich bin raus. Tschüss.